Herr Landeshauptmann, furchtbare Situation hier in Treffen, Vermurrungen, Überflutungen. Es schaut aus wie wirklich nach einem Extremereignis. Es war auch eines. Die Straßen sind weggerissen. Sie kommen gerade direkt aus Brüssel hierher nach Treffen. Wie schaut es momentan aus? Wie ist die Situation? Nach einer ersten Lageeinführung durch die Verantwortlichen und dann auch Landesrat Daniel Fellner bin ich jetzt informiert worden, die Sache ist dramatisch. Sie stellt sich noch viel schlimmer dar, wenn man es hier vor Ort sieht, als über die entsprechenden Pressemeldungen. Was aber doch ein positives Zeichen ist, ist, dass wir unsere Einsatzkräfte optimal eingeteilt haben. Nach den gestrigen ersten schwierigen Ersteinschätzungen wird jetzt sehr konzentriert vorgegangen. Wir haben 500 Mann in Einsatz, 100 Fahrzeuge, teilweise auch Schwerfahrzeuge. Zusätzlich ist unser Stromversorger Kellag unterwegs, um auch die Stromversorgung wiederherzustellen. Wichtig wird es sein, dass wir die Luftversorgung für Ariach, das noch immer abgeschlossen ist von den anderen Bereichen, sowohl Himmelberg als auch von der B98, dass wir dort eventuelle notwendige Maßnahmen sicherstellen können und die durch den Flugverkehr dann versorgen. Ja, momentan landet schon wieder ein Hubschrauber. Die fliegen hier wirklich ein und aus wie in einem Bienenschwarm. Jetzt kommt einer vom Innenministerium, aber es sind auch die Hubschrauber des Bundesheeres vor Ort. Wie lange, was wissen Sie, wie lange, glauben Sie, dauern diese Aufräumungsarbeiten hier vor Ort noch? Es ist derzeit überhaupt nicht einschätzbar, weil wir noch nicht einmal alle Schäden festgestellt haben. Wir haben ja nur die Perspektive in manchen Bereichen aus der Luft. Das wird jetzt eine der wichtigsten Tätigkeiten aller Einsatzorganisationen zu werden, zu schauen, welche Schäden sind da, welche Geräte, welche Einsatzbereiche benötigen wir, um dem zu begegnen. Und ich nehme an, das wird jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Tagen eine der wichtigsten Dinge sein. Gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass wir Versorgungen wie die Wasserversorgung wiederherstellen können. Und dass wir halt auch weiterhin derzeit noch den Zivilschutzalarm aufrechthalten müssen, ist ein Gebot der Stunde und der Situation. Ist genügend Geld auch da seitens des Landes und haben Sie auch beim Bund schon angefragt für diesen extremen Katastrophenfall hier in Treffen? Wir haben ja leider in der Vergangenheit bereits einige Situationen gehabt, die zwar an der Schwere nicht immer ganz herangekommen sind, wenn Sie an Afritz denken, wenn Sie an die Sturm des Weiher, Yvonne denken. Wir sind hier an und für sich von der Systematik her gut aufgestellt. Gemeinsam mit dem Katastrophenschutzreferent und allen Regierungsmitgliedern werden wir, sobald wir eine kleine Übersicht haben, auch in einer Sondersitzung der Kärntner Landesregierung, nächste Schritte besprechen. Natürlich gehen wir davon aus, dass nicht nur über den Katastrophenschutz, sondern auch in allen anderen Bereichen Kooperation mit dem Bund stattfinden wird. Wir können allein natürlich diese Situation nicht bewältigen. Wir wollen aber auch niemanden alleine lassen, sondern wir werden in Gemeinsamkeit versuchen, so gut es geht, das Schlimmste zu mildern. Mehr als mildern wird nicht möglich sein. Es gab ja auch einen Fall, leider Gottes, einen Toten, der bei diesen Murmunglücken verstorben ist. Wie geht es Ihnen damit? Ich habe der Familie gestern bereits auf meinem Weg von Brüssel nach Klagenfurt das tiefste Bedauern ausgesprochen. Es ist schlimm, dass Naturgewalten auch immer wieder Opfer fordern. Ich kann eigentlich nur appellieren an alle, so gut es geht, sich vor Gefahren zu schützen. Ein Todesopfer ist schon eines zu viel. Wie geht es jetzt weiter hier im Bezirk? Wir werden jetzt um 8 Uhr in die Lagebesprechung gehen, werden jetzt die einzelnen Schritte der einzelnen Einsatzorganisationen aufeinander absprechen, abstimmen und werden dann versuchen, so gut es geht, mehr und mehr Terrain zurückzugewinnen, um die notwendigsten Versorgungen sicherzustellen. Stromversorgung habe ich bereits angesprochen. Es wird aber auch notwendig sein, bei den Gehöften dort, wo es schwierige Situationen gibt, zuallererst einzusetzen und zu helfen. Und Ariach muss versucht werden, angeschlossen zu werden, sodass wir die Minimalversorgung jedenfalls rasch sicherstellen können. Herr Landeshauptmann, danke, dass Sie sich in der Situation noch Zeit genommen haben für ein Interview. Danke vielmals. Dankeschön.